junger niederländischer Arzt entdeckt im heutigen Indonesien einen lebenswichtigen Nahrungsbestandteil. Er nennt es Vitamin, nach Vita das Leben. 1912 gelingt es, die Substanz zu isolieren. Für seine Entdeckung des ersten Vitamins erhält er 1929 zusammen mit einem Kollegen den Medizin-Nobelpreis. In den folgenden Jahren mühen sich weltweit hunderte Wissenschaftler, Substanzen mit Vitamincharakter zu isolieren. Es entbrennt ein regelrechter Wettlauf, denn es gibt viel zu gewinnen. Rund um die Vitaminforschung werden zahlreiche Nobelpreise vergeben. Die Forscher identifizieren bis 1941 13 für den Menschen unentbehrliche Vitamine. Der Amerikaner Linus Pauling ist als einziger Mensch stolzer Besitzer zweier ungeteilter Nobelpreise. Einen in Chemie und einen Friedensnobelpreis für die erfolgreiche Bekämpfung oberirdischer Atomwaffentests. Aber er hat bereits eine neue Mission. 1968 veröffentlicht er seine Idee für mehr Gesundheit. Er nennt das Konzept orthomolekulare Medizin. Er versteht darunter die Erhaltung guter Gesundheit und Behandlung von Krankheiten durch die Veränderung der Konzentrationen von Substanzen im menschlichen Körper, die normalerweise im Körper vorhanden und für die Gesundheit erforderlich sind. Auf der Grundlage seiner Thesen entwickelt sich die moderne Mikronährstoffforschung. Das Wissen um die Bedeutung einer ausgewogenen Mikronährstoffversorgung und das Zusammenspiel der einzelnen Substanzen in unserem Körper wächst seitdem täglich. Dr. Christian Glagau und sein Freund Dr. Hans Dietl haben bei einem Treffen auch eine Idee für mehr Gesundheit. Mikronährstoffkombinationen auf Grundlage ernährungsmedizinischer Forschung. Sie gründen 1991 das Unternehmen Orthomol. Die ersten Mitarbeiter sind Familienmitglieder. In den folgenden Jahren überzeugt Orthomol Ärzte und Apotheker und immer mehr Verwender. Dieser Erfolg macht uns stolz und treibt uns an, ein Pionier zu bleiben, der ernährungsmedizinisches Wissen in alltagstaugliche Produkte übersetzt.